Ein genialer Wortwitz, Akrobat und bunter Hund ist er. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der Alf Bäuer Liegestütz macht. Wäre aber nett gewesen. Also lieber Alf Bäuer, du hast dein Programm irgendwie, ab morgen geht es ja los. Ne? Morgen das neue Programm und wir haben ihn einmal vorab zu Hause besucht. Da ist es wunderschön bunt, wie gesagt, sportlich ist er nicht, aber das muss er auch nicht sein. Sitzenberg-Reidling in Niederösterreich. Hier wohnt seit 3 Jahren der Kabarettist und Philosoph Alf Bäuer. Ein alter Bauernhof mit Nebengebäude ist jetzt seins. Na gut, ein altes Haus hat eine Geschichte, das lebt ganz anders, es hat so dicke Wände. Der Boden, original aus dem 16. Jahrhundert, das hat eigentlich für mich viel mehr Flair und viel mehr Wärme als wie ein Neubau. In das Haus bin ich reingegangen, bin rein und habe das Gefühl gehabt, da bin ich daheim. Ich habe es eigentlich ohne lange Überlegen sofort gekauft eigentlich. Das Haus stammt aus dem 16. Jahrhundert und ist nicht nur Alfs Rückzugsgebiet. Eine knappe Autostunde von Wien entfernt kommen hier auch seine Wurzeln zum Tragen. Also Holz, das ist, ich bin in der Steiermark aufgewachsen, im Wald, und so habe ich mit so Holz eigentlich immer schon hinzugezogen gefühlt, das muss ich schon sagen. War jetzt nicht bewusst, wenn jetzt ein anderer Boden drin bin, war ich das wahrscheinlich auch gekauft, aber mit Holz ist mir das Liebste eigentlich. Ja. Waren zwar Leute, die gesagt haben, naja, der Boden, das ist halt so schief alles und so, und da würde ich schon was Neues auf keinen Fall. Genau das macht das Flair ja aus eigentlich. Was auffällt, Alfs Hang zu Accessoires aller Art. Ich versuche immer, meinen Besitz so klein wie möglich zu halten, was mir eigentlich eh nicht wirklich gelungen ist, weil so ein Haus ist halt schon ein Riesenbesitz. Aber ich versuche zumindest nicht Dinge zu lagern und aufzubehalten, die ich nicht wirklich brauche. Und erstens, man tut sich dann beim Putzen so schwer. Ich kann mich erinnern, in Wien habe ich gehabt, eine 40 Quadratmeter Wohnung mit Schlagzeugen, mit ganzen Requisiten, alles voll bis zum Plafond. Das kann man dann nicht mehr putzen, nicht mehr pflegen. Und irgendwann habe ich alles voll Viecher gehabt und dann habe ich dauernd diese Bomben reinstellen müssen, damit diese Viecher alle kaputt waren. Und das möchte man da nicht anfangen. Der Tisch stammt zum Beispiel gar nicht von mir. Das ist von der Ex-Freundin nachher Mitbringsel eigentlich. Aber in so ein Haus finde ich, da passt jetzt nichts Modernes rein. Da gehört was Robustes, Bodenständiges rein in so ein Ambiente, glaube ich. Und neben Bodenständigem setzt der Steirer auch auf Farbenfrohes. Ja, das ist mir schon wichtig. Ich habe immer sehr bunte Hosen an. Ich habe da einen Schneider und lasse mir dann immer 10 Hosen gleich auf einmal nähen. Dann habe ich dann in alle Formen von Giftgrün bis Rot bis Gelb und was ich was alles. Mir gefällt das schon sehr. Also das Farbenfrohe. Und wenn ich meine Bilder male, viele von meinen Bildern sind auch total knallig und bunt. Also das gefällt mir schon sehr gut. Eigentlich wollte ich die Wände eigentlich ja auch einmal, nur bei so einem alten Haus ist es so, dass das teilweise runterplattelt und wenn man das Ganze dann grün macht, dann fällt das Grüne runter, dann hast du unterhalb das Weiße und das schaut dann blöd aus, sonst hätte die Wände natürlich auch alle färbig gemacht. Der Brachial-Kabarettist, wie er immer betitelt wird, steht knapp vor dem Start seiner neuen This Isn't It Tour. Sie startet am 1. April. Ab dann wird ein kuscheliges Eigenheim noch wichtiger. Nein, das taugt mir schon. So zum Fernsehen und so ist es schon super zum Reinknutzen da. Wenn man von der Tournee kommt, überstresst ist, Autobahnleben hat, Leberkäse sammeln und sonst was alles, dann ist es schon super, wenn man sich da ein bisschen herknutzelt und da mal ein bisschen sinnieren kann. Ja, Knutzeln ist ein Herumliegen, ein Herumwollen, wo man schon leicht müde wird, aber trotzdem nicht einschläft. Das hat auch mit Zeit zu tun. Man kann zum Beispiel nicht 30 Sekunden lang knutzeln. Das geht nicht. Knutzeln, das geht dann schon, sagen wir, das geht dann schon über Stunden eher in die Richtung. Aber jetzt sagen wir eine Minute knutzeln, das geht nicht. Im Wohnzimmer findet man Asiatisches, natürlich auch in Holz. Der Kost ist mir eigentlich gleich aufgefallen, der hat mir sehr gefallen. Ich habe in Indonesien ja viele solche Möbel gesehen, damals habe ich keine Möglichkeit gehabt, dass ich die raufbringe. Und das ist ja so ein indonesisches Stück eigentlich. Ich hätte mir immer eine asiatische Frau gewünscht, habe aber nie eine gefunden. Jetzt habe ich das quasi mit dem Möbel ersetzt. Und auch die Seele des Hauses soll erhalten bleiben. Man kann jetzt neue Fenster reingeben, weil im Winter merkt man natürlich schon, dass ein neues Fenster besser dichtet. Aber vom Stil her gefällt mir das schon viel besser eigentlich. Selber fühle ich mich jetzt auch nicht wirklich komplett dicht, sage ich mal. Da passen die Fenster recht gut zu mir dazu. Sein Schlafzimmer hält der Kabarettist einfärbig in Rot. Na, Rot ist ja die Farbe der Erotik, das passt ja gut ins Schlafzimmer. Und Rot macht da irgendwie heimelig, finde ich. Also mir wollte das jetzt nicht auf, das Rot, ich finde das jetzt eher beruhigend, wo es eine knallige Farbe ist. Über den Peter Kreuz haben wir gedacht, das passt auch nicht, da habe ich mich auch irgendwann abgewandt davon. Und, Spiegel ist eigentlich auch was für mich schon also ein bisschen narzisstisches Symbol, erotisches Symbol, das passt eigentlich gut ins Schlafzimmer. Ich schlafe da sehr gut, also nachdem es der ruhigste Raum ist im ganzen Haus, also
Da wird es bald einmal 12 Uhr, wenn man da schläft. Und damit Alf nicht zu lange schläft, grenzt an das Wohnhaus, das auch Botschaft ist, sein Museum. Ausgestellt sind Bühnenrequisiten von früher sowie ein Best-of seiner Bilder. Und wer das Museum besucht, darf auch Alf daheim besuchen, wenn er nicht gerade unterwegs ist. Was ab